Dann kommen wir mal zum nächsten Thema, dass du Carina und Tom, ihr Freund, als rechts hinstellen wolltest. Also was sollte das denn zum Beispiel? Das würde mich auch mal interessieren. Willst du meine ehrliche Meinung hören? Ja, natürlich, sonst würde ich ja nicht mit dir reden. Leute, die so verheiratet sind, zusammen sind, was auch immer, teilen viele Eigenschaften zusammen. Denke ich mir zu meinen Teilen. Ne? Kennst du vielleicht auch von deiner Frau. Ich habe Carina kennengelernt als eine Frau, die drei unschuldige Mädchen als Untermenschen beleidigt haben, die sie einfach beschminkt hat, zu denen sie keine Beziehung hatte. Sie hat keine Beziehung zu denen gehabt und hat sie als Untermenschen beleidigt. Von mir aus denke ich, sie ist vielleicht rassistisch, weil ich kann mir einfach nicht beim besten Willen vorstellen, wie kannst du einfach irgendwelche Mädchen, mit denen du nichts zu tun hast, gefühlt, für die du sogar beschminkt hast, wie kannst du die Untermenschen nennen? Für mich ist es einfach nur krank. Es waren noch drei türkische Mädchen, soweit ich weiß. Und ich denke einfach nur von meinem Teil, Digga, ich denke, sie ist eine Rassistin, eventuell. Und ich denke, vielleicht ist Tom, also, weil er der Lebenspartner ist, vielleicht denken die ja da in dem Sinne da gleich so. Kann okay, ich schließe das nicht aus. Wenn ich jetzt quasi jemanden beleidige und der ist zufällig auch Ausländer, dann bin ich ein Nazi. Nein, guck mal, hör mir zu, der Kontext war so Kuchen. Wenn du jemanden grundlos beleidigst, zu denen du sogar eigentlich eine normal neutrale Bindung hattest. Na, sie hat ihn ja erstmal sowieso nicht im Real Life beleidigt. Das ist der Kontext. Es geht einfach um den Kontext. Die beleidigt, hat aber jemand, der hat drei Mädels beschminkt. Die hat einen Auftrag gehabt, das ist ein ganz professioneller Auftrag, und hat hinterrücks im Privaten sie als Untermenschen beleidigt. Und in dem Falle hat sie drei Mädels beleidigt, die gar nichts gemacht haben, die eigentlich voll lieb waren und voll gelacht haben, voll gut drauf waren, als Untermenschen. Und privat oder öffentlich, das ist für mich krank. Da muss doch irgendwas falsch bei dir sein. Und ich denke mir, in meinem Falle, ich glaube, sie ist rassistisch. Ich glaube, sie ist einfach rassistisch, Digga. Ganz einfach. Dann sag mir doch jetzt mal in einem Satz, warum ist sie eine Rassistin, weil sie zu diesem Mädel in einem privaten Chat nur gesagt hat, dass es Untermenschen gewesen sind. Und wir reden hier von Untermenschen, ne? Und sie hat das zu Leuten gesagt, mit denen sie keine Beziehung hatte. Es macht einen Unterschied, wenn Allotrix beim Zocken, wenn er ausrastet, wenn jemand den abfuckt, Untermensch nennt. Achso, das hat nichts mit Rassismus zu tun, weil das ist einfach eine Beleidigung beim Zocken. Okay, darf ich denn beim Zocken auch die N-Bombe droppen? Oder ist das dann rassistisch? Wenn ich jetzt mega ausraste und ich weiß, dass der Gegenüber schwarz ist, wäre das okay, wenn ich jetzt mega ausraste, oder wäre das dann Rassismus? So, am Ende des Tages mit dir vereinbaren, weißt du, was ich meine? Meiner Meinung nach, wenn du wüsstest, dass er es ist, also wenn du es wüsstest, könnte ich mir vorstellen, dass du es bist. Wenn du es nicht wüsstest, macht das schon einen riesen Unterschied. Dann ist es vielleicht eine gängige Beleidigung von dir. Dieser Kontext ist mal wichtig. Mhm. Also sie hat der Türken als Untermenschen beleidigt, ne, irgendwie grundlos. Ja, ne? Ging bestimmt. Man kennt auch den Grund. Um deren... Sie hat drei türkische Mädels als Untermenschen beleidigt. Ist ein Fact. Der Freund hat dann ein T-Shirt an, wo dann eine Türkei-Flagge drauf ist und da steht Fuck off. Das ist für mich der Grund, warum es eventuell Rassisten sein könnten, 100%, ja. Und das ist auch dein Ernst jetzt so? Sie hat drei Mädchen als Untermenschen beleidigt. Ja, du hast auch schon mal Leute als Untermenschen beleidigt. Aber da war sie ja beim Zocken. Als Untermenschen beleidigt. Als Untermenschen. Ohne Grund. Man kennt den Grund nicht mal. Ja eben, du kennst den Grund doch nicht mal. Du hast doch selber gesagt, es kommt darauf an, warum man das gemacht hat. Überleg dir mal als schlauer Mensch irgendwelche Gründe. Überleg dir mal, welche Gründe. Und da kommt Rassismus erstmal ganz weit oben in der Liste, mein Freund. Ja, bei Carina wahrscheinlich. Die auch schon Charity-Streams für, ich glaube, Flüchtlinge oder sowas war das gemacht hat. Das lässt du zum Beispiel einfach weg. Man weiß ja nicht. Vielleicht wurde sie bezahlt dafür. Ne? Also, wie gesagt. Ja, und wenn ich jetzt jemanden beleidige, der Ausländer ist, bin ich auch direkt ein Nazi. Was ist das für eine Aussage, Digga? Das ist doch Nein. Das stimmt. Das habe ich doch nie gesagt, Kuchen. Du brauchst meine Wörter nicht verdrehen. Du hast doch sogar in deiner Story gesagt, dass er sie ein Untermensch für dich ist. Oder nicht? Hast du das nicht in irgendeiner Story gesagt gehabt sogar? Für meine Definition, ja, gehört sie dazu. Ja, aber du kennst auch ihre Definition gar nicht. Du weißt auch gar nicht, warum sie das geschrieben hat. Vielleicht ich auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich schwarze Haare reichen schon. I don't know, Digga. Ah, okay. Also du hast jetzt quasi deine eigene Definition und da passt sie einfach rein. Aber ihr wirst du direkt Rassismus vor, wenn sie das zu jemandem sagt, obwohl du ihre Definition von diesem Wort gar nicht kennst und du gar nicht weißt, warum sie das gesagt hat. Vielleicht denkst dir wahrscheinlich, vielleicht ist Untermensch bei ihr nur so ein gängiges Ding. Ah, okay. Also hab ich so nicht gesagt. Kuchen, so hätte ich das jetzt nicht erwartet, Digga. Dann habe ich das gesagt. Auf den nächsten Punkt, Digga. Ganz ehrlich, nein, jetzt geht doch da einfach nicht weg. Du hast meine Meinung gehört. Ich denke, das könnten auf jeden Fall Rassisten sein. Dass die Beleidigung mit Untermenschen ist auf jeden Fall ein sehr starkes Indiz für mich. Da brauchst du auch nicht weiterfragen, Digga. Darauf gehst du auch nicht mal ein. Also wird es jetzt quasi dann ablenken. Da 10.000 Mal drüber reden. Mhm. Okay. Gut, du hast also deine eigene Definition und die stimmt und alle anderen sind Nazis. Super, dann weiß ich Bescheid, Digga. Du hast ja mal gesagt, Iraner und so weiter sind die Schlimmsten. Das ist kein Rassismus? Nein, guck mal, das Ding ist, ich bin da selber Ausländer am Ende des Tages, auch wenn ich Deutscher geboren bin, aber ich bin da so mit Ausländern aufgewachsen. Da kannst du ja gar nicht rassistisch sein. Und nur aus meiner, ich vergesse. Ich bin eigentlich bin ich ein Überallmann, aber ich bin halt mit Ausländern aufgewachsen, aber vom Ding her, ich bin in Deutschland geboren, beherrsche die Sprache, bin ganz normal meinen Abschluss hier gemacht und alles hier, aber ich bin mit Kanaken aufgewachsen, überwiegend, aber auch mit vielen Deutschen. Und nach meiner persönlichen Präferenz waren Iraner die Schlimmsten, aber nichts gegen Iraner. Aber wie gesagt, lass einfach nicht darüber reden. Lass das Ding einfach von dir abhaken, weil ich muss auch gerade los, ich habe wirklich gerade einen Termin, in 13 Minuten muss ich da sein, weil mir klingelt, da wird es auch gerade geklingelt.